Hallo und herzlich willkommen hier bei Hunselfunz Let's Play bei einer Runde Founders Fortune. Ihr seht, wir sind immer noch ganz am Anfang. Wir haben nur eine Einzimmerwohnung, ein Zimmerhaus. Aber die sind happy. Jeder hat einen Schlafsack. Wir haben einen Korb voll Äpfel. Und die sind fleißig am Malochen. So muss das nämlich sein. Jetzt wollte ich euch mal darauf hinweisen, wenn ihr euch in den Kommentaren verewigt, dann werdet ihr auch in diesem Spiel verewigt. Ich werde euren Nickname oder was auch immer ihr drunter postet eingeben und dann werdet ihr eine Spielfigur sein. Das war jetzt nochmal ein kleiner Wink beim Zaunfall. Jetzt geht's aber weiter mit der Nacht. Und ich sehe schon, nachts passiert nicht viel. Aber wir können uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Da unsere Forschung Holzverarbeitung fertig ist, könnten wir uns überlegen, Möbel oder Waffen zu fertigen. Ein Holzschwert. Ich denke mal, ist besser als nichts, oder? Oder Gärtner? Gärtner wäre natürlich auch noch nicht verkehrt. Bewässerung, Dekoration, Steinmetzerei. Oh, komm, machen wir erstmal Möbel. Dass wir nicht an Ikea gebunden sind. So, 61 Holz haben wir. So, da könnte ich jetzt mal überlegen, wie wir das weitermachen. Ich meine, hier, das ist ja nur ein Räumchen. Dann könnten wir hier vorne jetzt so eine Eingangshalle bauen. Mit Essen. Also mit Essen, mit dem Tisch schön drin. Und alles, was dazugehört. Das, so stelle ich mir das vor. So, genau. Boden, Türen. Der macht weiter Holz. Mitten in der Nacht. Hat wahrscheinlich scheiße gepennt oder so, hä? Boah, ist was los? Oder sein Schlafrhythmus ist einfach komplett aus der Bahn. Kann natürlich auch sein. Genau, aber er soll mal Holz machen. Förster. Gut, hat er da noch keine. Oh, Gelehrter. Kann ich da jetzt schon was machen? Lehren. Kann Kindern ausbilden. Persönliche Lehre ist immer schneller, als Kinder von Büchern lernen zu lassen. Oh. Okay. Sehr schön. Ja, dann. Lassen wir das doch mal. Die Konstanze sollte die Kristalle ranschaffen. Was macht der? Er macht auch Holz. Er schlägt Holz. Ich will aber, dass er jetzt nicht da aufbaut. Aber sie will auch mit Philipp. Komm, soll also erstmal mit Philipp reden, mal gucken. Mal sehen, was die sich zu sagen haben. Nämlich, die hat auch Wünsche. Sie möchte einen Status Kumpel mit Philipp haben. Vielleicht will die so ein bisschen mehr haben. Man weiß es nicht. Okay, die verstehen sich. Das ist gut. Und Beziehung Kumpel. Wow! Das ist ja Wahnsinn. Horst Lange beeindrucken? Das verstehe ich jetzt nicht. Kristalle sammeln. So, und der kann sich mal entspannen. Kann der... Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit nur in der Liege geguckt. Aber okay. Ja, lassen wir den mal entspannen. Horst kann weiter lernen. Okay, sehr schön. Oder studieren, besser gesagt. So, was kann man denn jetzt hier noch ersehen? Leuchtfeuer, Horst. Und die Erwartung deiner Kolonisten sind nicht erfüllt. Keine Migranten werden diese Kolonie beitreten. Was? Die Erwartungen. Was für Erwartungen? Was haben die für Erwartungen?
Ja, bitte, genau. Lebenszufriedenheit Stufe 1. Nein. Eieiei. Mit drei Leuten ist das schon ein bisschen wenig, was ich hier zur Verfügung habe. Na ja, gut, dann muss ich den Tisch gleich mal da rein labustern. Dann habe ich ja kein. Kommen die noch da durch? Oder so? Ah, nein, aus. So. Natürlich. Wollen die mich jetzt hier rollen, oder was? Ist das euer Ernst? Naja, gut. So, Bergarbeiter. Uiui, hallo? Kristall abbauen. Okay. Braucht noch einen Punkt, dann kann sie hier Steinwerkzeug benutzen. Kann tiefe Minen betreten und noch zusätzlich Stein graben. Okay. Kann Kleidung zum Meister Bergarbeiter tragen. Ei, ei, ei. So, wo bin ich denn hier? So, ich bin ja hier rüber gegangen. Genau, wegen diesen Goblins hier oben. Naja, gut. Kriegen wir alles hin. Ich meine, zu dritt ist das ja noch alles überschaubar. So, jetzt setzt er sich alle wie auch dahin, oder? Ja, natürlich macht er das. Der hat auch Wünsche, eine Holzwerkbank und einen Webstuhl. Also irgendwie muss ich hier mal vorankommen. Ah. Jetzt lassen wir den mal hier erstmal abbauen, damit wir hier mal vorwärts kommen. Ich meine, Forscherei, alles schön und gut. Aber ich glaube, am Anfang ist es wie immer, man braucht Holz. So, Dankeschön, dass du das so machst. So, du wünschst dir auch nur einen Webstuhl. Und du auch, ja, dann. Dann wird es wohl auch so. Ja, schön. Hey. Sollst auch aufbauen. Nicht nur abbauen, sondern auch aufbauen. Dankeschön. Nein, da, den Tisch. Händler ist gekommen. Jawohl, brauche ich ja nicht. Bringt mir nichts. So. Ich meine, ich habe 100 Münzen. Das bringt mir ja noch gar nichts, um irgendwas jetzt anfangen zu gucken. Preise habe ich am Anfang gesehen, die waren ja astronomisch hoch. Ohne Steinwand. Nein, so. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Hui. Richtigen Handwerker habe ich hier gar nicht. Bergarbeiter, ja. Oder habe ich hier einen? Ah ja. Lassen wir erstmal Holz machen. Ist auch wichtiger. So, wo machen wir denn die Tür hin? Machen wir so, ja. Genau. Ah, ich bin so unkreativ, muss ich sagen. Das ist so furchtbar bei mir. Einfach durchgehen.
Könnte man hier vielleicht links auch noch irgendwann ein Räumchen machen? Machen wir das so. So. Wunderbärchen. Aha, Philipp hat einen Arm verletzt. Wie geht das denn? Philipp. Und dann? Philipp hat seinen Arm verletzt. Schienen können ihn schneller heilen lassen. Ja, und jetzt? Habe ich einen Arzt? Habe ich hier einen Arzt bei mir? Leute, habe ich hier einen Arzt? Oh, tatsächlich. Umarmen, riskanten Witz, beleidigen, erschlagen. Oh, die Fähigkeit fehlt. Armschienen. Traurige Geschichte. Kann man nichts machen. Oh, der ist müde. Hat doch genug geschafft. Oh, okay. Er will weiter lernen. Okay, dann lassen wir das mal so. Er will weiter forschen, dann lassen wir den natürlich. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Lebensfriedenheit. Zufriedenheit. So, wenn ich einen Webstuhl baue. Dann sind die zwei schon mal happy. Jo, okay. Der will die Schrift. Ey, der hat aber auch Wünsche. Also, der ist ganz schön anspruchsvoll. Naja, gut. Dann sollen die mal machen. Was haben wir denn hier oben? Rüstung haben wir nichts. Steine haben wir ein bisschen was. Eisenerz, genau, haben wir einmal abgebaut. Heilpflanzen. Heilpflanzen können in der Wildnis gefunden oder zu Hause angebaut werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil vieler medizinischer Rezepte. Hey. Krankheitsmedizin. Ja, er reißt ab, das ist nicht schlimm. Kristalle sind Steine mit vielen interessanten Eigenschaften. Deine Kolonisten können sie sammeln und untersuchen. Kampfmodus. Also, es ist schon ein bisschen komplexer. Landwirtschaft. Ich habe auch noch nichts an Landwirtschaft gebaut, gell? Ich wollte vielleicht im Sommer mal anfangen. Wir haben. Was haben wir denn? Jahreszeiten. Frühling? Sommer? Ah ja, hey, werden wir schon sehen. Der ist jetzt fleißig am Forschen. Der ist irgendwie komplett hier aus dem Rhythmus raus, aber egal. So, der soll jetzt hier erstmal weiterbauen. Und sie kann es ja auch gleich machen, wenn sie ausgeschlafen wird. Das kann sie machen. Wenn hier das Ganze fertig ist, können wir dann einen Webstuhl errichten. Ja. Förster. Aber hier die Wissenspunkte, die rattern ganz gut durch. So, du willst auch mal beim Aufbauen? Hallo? Dankeschön. Kannst du nicht weiter Holz machen? Die hat auch ein bisschen mehr Erfahrung. Geht deutlich schneller.
Jetzt bauen wir eine Webstube. So, oder? Ah. Oh, wir haben sogar ein Dach. Damit man arbeiten kann. Hier wollte ich die S-Ecke machen. Mal das mal. Denk mal hier Press dran. Oh. Also das hat jetzt ganz schön reingehauen. 30 Holz. Aber ist ja für einen guten Zweck. Sie bekommen 75 Zufriedenheit. Ah, den Horst lange beeindrucken. Wie geht das denn? Reden, erschlagen, kämpfen, beleidigen, beeindrucken. Aber machen wir später. Frühling zu Sommer ist das, glaube ich, bestimmt. Ja. Wird schon irgendwie passen. Ja, ha? Seht ihr, letzter Tag im Frühling. Ich bin ein Fuchs. Nicht so clever, aber genauso stinkig. Nee, Spaß beiseite. So, wenn er hier ausgeforscht hat, wird er auch erstmal hier die Äpfel pflücken. Ja. Genau du. So. Hallo? Horst? Sammle Äpfel. Los. Dankeschön. So, 14 Holz. So sieht das Haus also aus. Aha. So, nochmal auf F. F kommt dann wieder runter. Er sammelt Äpfel. Ausgezeichnet. Was hat er denn noch gelernt? Der ist... Was ist er denn? Gelehrter, ja. Den muss ich eigentlich einfach nur wirklich am Buch stehen lassen. Das ist der Plan. So, jetzt isst er bestimmt was, weil er Hunger hat. Da war ja natürlich auch, ey, wir sind ja Kanonenmenschen. Genau. Der holt Essen. Jetzt will er... Philipp, okay. Oh ja, gut, wenn er das so macht, ist okay. Kann auch gerne Äpfel holen, essen. Ja, essen will er. Sehr gut, kann er machen. Genau, du baust hier erstmal fertig. Ausgezeichnet. Ja, hä? Hast du dir auch verdient. Nach getaner Arbeit. Darfst du dir auch mal was zu essen holen? So, Hunger ist gestillt, das ist gut. Ey, will er noch weiter essen? Alter, was ist denn das für ein Fresssack? Was ist denn mit dem? Wunsch erfüllt, sehr gut. Ah, stopp, Hilfe. So. Gut. Belohnungen, ein Punkt. Zufriedenheitsbelohnungen. Kampferfahrung. Allergisch auf Kartoffeln. Der ist dumm. Krankheit heilen, zwei Punkte. Negative Gedanken vergessen. Ein Punkt. Optimist. Überlebenskünstler. Ach du lieber Heiland, Leute, ey. Seht ihr das? Das lasse ich erstmal. Gut. Du möchtest einfach nur ein Lagerfeuer. Das kriegen wir hin. Das mit der Schrift, das wird noch
Interessant. Gut. Ja, da bauen wir erstmal ein Lagerfeuer, ha? Huh? Geht nicht. Kein Holz. Du kannst weiter lernen gehen. Dann geh einfach wieder da, wo du hingehörst. Geh hier hin. Ah, nee, Quatsch, halt, stopp. Hier, beeindrucken. Los. Was kannst du? Beeindrucke ihn. Oh. Nein. Umarmen? Mag er das? Gut. Dann gehst du jetzt aber bei der Kristalle sammeln. Die brauchen wir. Sehr gut. Level 3. Jetzt können wir mal gucken, wie lange er braucht, um Level 3 zu erreichen. Oder wie viel Kristalle er dafür braucht. Schauen wir einfach mal. Wenn er hier einmal den Kreis vollendet hat. Oh, hat er auch was Neues erforscht. Das ist sehr schön. Das ist wirklich schön. Können wir direkt mal gucken, was hier unten, was sich an Zufriedenheit bewegt. Möbel erforscht. Da hat sich gar nichts getan. 62. Gut, Forschung, weiter geht's. Er möchte aber Schrift erforschen, gell? Da müssen wir Gärtner, Gärtnern. Da müssen wir Gärtner erforschen. Ja. Da machen ein bisschen Holz, wenn es dich glücklich macht. Yep. Ich merke, das ist gar nicht so einfach. So, und erst wenn ich das alles, also bei jedem auf 1 habe, kommt dann erst ein neuer Dude. Das ist ja übel schwer hier. Yep. Mhm. So, der geht schlafen, der geht auch schlafen. Soll er machen? Mhm. So, sie geht auch schlafen. Ja, okay. Das Lagerfeuer könnten wir jetzt eigentlich errichten. Nein, aus. Da. Landwirtschaft. Feuerchen. Hier schön an die Banker. Ja. So, da. Ah, hey, oh, hey. Ja. Da. Das kann ja morgen passieren, hat ja keine Eile. Ah, Mitternachtssnack oder was? Naja, gut. Also, sie ist dann auf 1, wenn das Feuerchen an ist. Schrift entdecken. Kannst deinen Kolonisten sagen, dass du diesen Wunsch nicht erfüllen wirst. Die werden sauer sein, aber letztendlich werden sie sich einen anderen ausdenken. In seinen Besitz bekommen. Oh nein. Ob das jetzt besser war? Was ist das denn? Ein Lagerplatz für Waffen. Bogen machen, Schmiede... Dekoration? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ah, hier Waffenhalter, das ist es. Okay. Na, dann kriegt er das halt. Werkzeughalter oder Waffenhalter, das ist jetzt die Frage. Lagerplatz für Waffen kriegt er, okay. Ah ja, gut. So, du gehst Holz machen, du gehst auch Holz machen, alles klar. So, Konstanze, was machst du denn Schönes? Hm.
Du errichtest jetzt erstmal ein Feuerchen, wenn du ausgeschlafen hast. So. Jetzt könnten wir auch schon genau das Lager errichten. So. Nein. F. Mensch. So, Horst, weil das auch deins ist, dann kannst du auch gerade selber dahin gehen, ey. Aufbauen, Konstanze, abbrechen, Abbruch, Abbruch, Kristalle sammeln. Niedergeschlagenheit? Wer ist niedergeschlagen? Ist das wirklich immer noch wegen doofen? So, hallo? In Besitz nehmen. So, bitteschön. Jetzt geht's ja wieder gut, gell? Jo. Jetzt kannst du auch wieder weiter lernen gehen. Werde zum Gelehrten. Gut. Bitteschön. Kiste in seinen Raum bekommen. Kiste. Hört sich ja eigentlich gar nicht nach viel an. Lager, Kiste, Kiste, Kiste. 20 Holz. Das ist wie immer viel. Aber es ist, glaube ich, leichter als Gelehrter zu werden. Nein, Gelehrter bleibst du. So. Das ist es halt. 63. So, wenn er jetzt hier anfängt. Es ist Sommer. Okay. So, jetzt haben wir 64. Mal gucken, wenn er fertig ist. 64. 64, immer noch 64 und 65, jetzt ernsthaft. Das sind auch einige Kristalle. Boah. Ich glaube, dann kriegt er eher eine Holzkiste, als dass er Gelehrter wird. Stufe 3, wohlgemerkt. Eine Kommode. Kann er auch diesen Raum für sich beanspruchen? Das wäre auch verrückt. Ach, Wunsch ist abgelehnt. Entspann dich. Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. 68. Pro Kristall sagen wir mal 3 Fortschrittspunkte. Gut, lassen wir den mal machen. Was kannst du hier Schönes? Du holst fleißig Kristalle ran. Dann kriegst du halt jetzt mal die Truhe. Ganz einfach. Lager, 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 Truhe. Oder eine Kiste in seinen Raum bekommen. Ich hoffe, dass es jetzt nur diese eine Kiste gibt. Einfach Holzkommode. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Schere Metallkiste will er nicht, ne. So, aufbauen. Wunsch erfüllt, gut.
Mindestens 75 Essen als Vorbereitung auf den Winter einlagern. Not bad, not bad. Was der alles will. Aber wir haben ja auch einen Bauern. So, aber wenn es jetzt... Alle Erwartungen deiner Kolonisten sind erfüllt. Nächste Chance für Migranten kommen in 2,5 Minuten. Ich denke, das werden wir jetzt aber nächste Folge sehen. Oh, hier kommt, hier ist schon ein neues Bäumchen. Eieiei. Sehr schön. Ja, kleiner Vorgeschmack für die nächste Folge. Wir werden, denke ich mal, Felder bauen. Hoffentlich mehr Migranten bekommen. Und vielleicht haben sich bis dahin schon welche in den Kommentaren verewigt, damit sie auch in diesen Spiel reinkommen. Deswegen sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Founders Fortune, hier bei Hunzelfunzel Let's Play. Auf Wiedersehen, bye bye.